Jetzt fährt mir gleich wieder Auto. Hallo. Ist das dunkel hier? Hallo. Hallo. Haben Sie nicht sowas wie eine Heizung hier im Bus? Es ist ganz schön kalt hier.
der Scheiße.
Boah, fährt der Scheiße.
16 Sinne hat in dem Musikvideo dazu Danny DeVito und Michael Douglas mitgespielt. Kann das sein? Billy Ocean jedenfalls. When the going gets tough, the tough get going. Auf Radio Berlin 88.8. 17.31 Uhr. Radio Berlin 88.8. Das Berlin-Journal. Mit den Themen, die unsere Stadt bewegen. Ab Februar nächstes Jahr wird das Schulessen teurer. Statt bisher 23 Euro müssen dann 37 Euro pro Monat bezahlt werden. Das hat der Senat heute beschlossen. Bildungssenatorin Scheres will damit die Qualität der Speisen erhöhen. Im Schulessenskandal im vergangenen Herbst waren tausende Schulkinder an Brechdurchfall erkrankt, weil sie Erdbeeren aus China gegessen hatten, die mit Noroviren verseucht waren. Am U-Bahnhof Mehringdamm haben am Morgen Unbekannte eine reizende Flüssigkeit verschüttet. Eine kurzfristige Sperrung des Bereichs um den U-Bahnhof konnte aber bald wieder aufgehoben werden. Menschen wurden nicht verletzt. Laut Polizei soll es sich bei der Flüssigkeit nicht um Flusssäure handeln. Die Berliner Autofahrer haben im vergangenen Jahr fast 238.000 Mal die gelben Engel gerufen. Das geht aus der jüngsten Pannstatistik des ADAC in Berlin-Brandenburg vor. Häufigste Pannenursache waren übrigens leere Batterien, defekte Zündanlagen und Probleme mit den Reifen. Überraschend häufig hat es im letzten Winter auch Probleme mit Dieselfahrzeugen gegeben, die Probleme mit der Kälte haben. Hallo, ich ADAC-Sprecherin Isabella Schiebert erzählt. Das war überraschend, dass tatsächlich der Dieselkraftstoff hier versagt ist. Das haben wir wiederum als ADAC zum Anlass genommen, uns den Winterdiesel nochmal genauer anzuschauen. Und tatsächlich im Labor hat sich herausgestellt, dass der Winterdiesel auch nicht immer hält, was er verspricht. Und schon bei teilweise minus 19 Grad versagte. Das Amtsgericht Tiergarten hat einen S-Bahn-Schläger zu anderthalb Jahren Haft verurteilt. Laut Gericht hatte der 22-Jährige in einer Bahn der S7 brutal auf den Kopf eines wehrlos am Boden liegenden Mannes eingetreten. Der Angeklagte hatte sich auf Notwehr berufen. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Berlin ist im Berlinale-Fieber. Übermorgen beginnen die 63. internationalen Filmfestspiele. Und Radio Berlin-Reporterin Silke Mehring verrät Ihnen, wo Sie in der Stadt am ehesten darauf hoffen können, einen Filmstar zu treffen. Am roten Teppich vorm Berlinale-Palast sind Kreischfaktor und Starfaktor natürlich sowieso groß. Aber leider auch das Gedränge. Ebenso vor der Tiefgarage zum Hotel Hyatt. Da rollen die dunklen Limousinen reihenweise rein. Borchardt, Grill Royal und die Paris-Bar sind auch wieder beliebte Hotspots. Im Ritz-Carlton steigen die Medienempfänge, auch mit A-Promis. Ein Nebenschauplatz der Berlinale ist das neue Waldorf Astoria am Zoo. Dort logiert erstmals die Benefizgala Cinema for Peace. Das war das Berlin-Journal. Es ist 17.34 Uhr. Der Berlin-Tipp kommt von Andreas Wick. Kebab Connection war vor ein paar Jahren eine sehr erfolgreiche deutsch-türkische Kinokomödie, für die der bekannte Regisseur Fatih Akin das Drehbuch geschrieben hatte. Jetzt gibt es die Geschichte um Ibo, den Musli-Fan, der den Umsatz der Dönerbude seines Onkels mit einem martialischen Werbespot ins Unermessliche steigert, als Bühnenstück im Krippstheater. Inszeniert von Anno Saul, der damals schon beim Film Regie führte. Kebab Connection, eine kuriose transkulturelle Komödie mit Hintergrund. Heute um 19.30 Uhr im Krippstheater am Hansaplatz, Altonaer Straße 22 im Tiergarten. Tickets kosten 20, ermäßigt 11 Euro. Das Berlin-Wetter. Aktuell 2 Grad in Schönefeld, ebenso in Marzahn und auch Wittenau. Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt jetzt bei 55%, also bis zum Abend hier noch weitere Regen, Schnee und Graupelschauer, die mal durchziehen können. 7 Grad maximal aktuell und dann heute Nacht minus 4 Grad. Also da lockern die Wolken dann so ein bisschen auf, aber dadurch zieht es eben so richtig an bei den Temperaturen. Für morgen dann am Mittwoch wechseln wir Wolken, da so ein bisschen Sonne auch dabei. Und der Nachmittag dann allerdings wieder mit Schneeschauern. Höchstwerte 4 Grad sowas. Berlins genauester Verkehrsservice. Wir haben morgen was kurz und schmerzlos in der Ferienzeit. Wie sieht's aus, Matthias? Wir haben keine neuen Meldungen zu den Verkehrsregeln. Wir kommen auf die Monitorbahnzeit. Aus, ganz kurz. Also gute Fahrt, wenn Sie noch unterwegs sind, kommen Sie möglichst bald nach Hause. Ich bin Javier Deininger, freue mich, dass Sie da sind. Matthew Wilder bringt uns so ein bisschen Sommerfeeling hinein mit Break My Stride. Hallo. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ganz schön spät kommen?
Zu spät sind sie mal wieder. Es kann doch nicht wahr sein. Immer kommen sie zu spät. Pünktlich heute. Wir sind ja viel zu spät gekommen. Hallo. Werbung. Es ist krisenbeständig. Es ist wasserdicht. Absolut sicher. Also ich bin dafür. Jo, ich auch. Jawohl. Einstimmig angenommen. Das schwedische Finanzpaket für Deutschland. Die attraktiven Volvo Editionsmodelle. Genießen Sie exklusive Zusatzausstattung bei einem Preisvorteil von bis zu 6.015 Euro auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung. Und bleiben Sie flexibel mit der 0% Finanzierung. Ihre Volvo Editionsmodelle. Die neue Apothekenumschau ist da. Darin erfahren Sie jetzt die Apothekenumschau. Alle 14 Tage neu. In Ihrer Apotheke. Fahrfreude auf Knopfdruck. Im BMW 1er mit Fahrerlebnisschalter wählen Sie, ob Sie lieber besonders sportlich oder beeindruckend effizient ans Ziel kommen möchten. Erleben Sie jetzt unter anderem den BMW 1.14i mit attraktivem Leasingangebot der BMW Bank GmbH und einer Vollkaskoversicherung für nur 19,99 Euro monatlich, unabhängig vom Schadenfreiheitsrabatt. Nur bis zum 31. März. Mehr bei Ihrem BMW-Partner oder unter bmw.de. Hallo Suni, hier ist Mama. Da du ja nur noch über das Internet kommunizierst, dann eben auf diesem Weg. Ed Super Suni 96, räum endlich dein Zimmer auf. Bei dem Saustall hilft ja kein Virenscanner mehr. Ich wäre fast abgestürzt, als ich das gesehen habe. Der Speicherplatz vom Papierkorb ist voll, dein Bett braucht ein Upgrade. Alle Fenster sind offen und das Backend sieht erst aus. Ich sag nur Dislike. Papa kann auch nicht mehr darüber hoffen. Das muss schon ausloggen. Also, wenn du dich jetzt nicht mit Highspeed zu Hause anmeldest, dann followt dir deine Mutter und dann twittert's aber mal richtig im Karton. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Hallo, ich bin Sven Blümel. Ich sitze für Sie in der Verkehrsinformationszentrale. Hier überblicke ich das komplette Verkehrsgeschehen der Stadt. Über 700 Sensoren und Messpunkte zeigen mir die aktuellen Staudaten und auf meiner großen Monitorwand sehe ich ständig die Bilder von über 150 Live-Kameras an den Stadtautobahnen, Kreuzungen und Hauptverkehrsadern. So kann ich Ihnen immer sagen, warum, wo ein Stau beginnt und wie lange er dauert, damit Sie gut und sicher durch die Stadt kommen. Mit unserer Berlin-Redaktion haben wir die Stadt fest im Blick. Und Sie machen es möglich mit Ihrem Rundfunkbeitrag. Danke. Radio Berlin 88.8. Alles, was Berlin bewegt.
Hallo. Eine 1 Milliarde Euro angeboten, wenn sie sich mal wieder auf die Bühne stellen zusammen. Aber angeblich haben sie gesagt, nee, wollen wir nicht. 1 Milliarde, also wenn das wirklich, boah, die müssen einen Haufen Kohle verdienen nach wie vor durch ihre Tantiemen. Radio Berlin 1888 ist hier, schönen Feierabend. Ihnen, bisschen Berliner Musikgeschichte aus Ost-Berlin, da gab es eine Band mit dem Namen City, beziehungsweise gibt es diese Band ja immer noch. Und 1977 hatten sie ihren Durchbruch.
86 ab. That's a pretty good thing. Fine Young Cannibals auf Radio Berlin 88.8. Schönen guten Abend. Und nun kommen wir zu einem wahren Märchen. Es war vor zwei Wochen in einer niedersächsischen Kleinstadt namens Hannover. Eines Nachts lief das Krümelmonster an der Filiale des Keksherstellers Balsa vorbei. Hey, was ist das? Es klaute den 100 Jahre alten, vergoldeten Metallkeks von der Fassade des Hauses. Es wollte ihn nur zurückgeben, wenn zuvor Balsen 52.000 Kekse an Krankenhäuser spendet. Der Diebstahl machte den Besitzer des Kekses, den Werner Balsen, sehr traurig. Wir wollen den zurückhaben und wir erwarten, dass die Respekt haben vor einem Kunstwerk und auch vor einem traditionellen Unternehmen hier in Hannover seit fast 125 Jahren. Aber wir werden das zum Anlass nehmen, eine neue soziale Aktion zu starten. Aber erst, wenn die Sache geklärt ist und der Keks hier zurück ist. Da kam das Krümelmonster ins Grübeln. Keks behalten oder Keks zurückgeben? Eine schwere Entscheidung. Heute Morgen dann die Überraschung. Der Keks hing vor der Universität Hannover. Glücklicher Finder war der Hausmeister. Ich bin von meiner Chefin angerufen worden, gucken Sie mal, was auf Feld los ist. Ja, das kommt in Phase, was Sie da weggenommen oder zu Hause geklaut haben. Den ganzen Tag prüfte dann die Polizei, ob der Keks auch der Keks ist. Und nach einem Tag deutscher Gründlichkeit kann man sagen, ja,
Radio Berlin 88.8. Alles, was Berlin bewegt.